Um abzukürzen, wollte ich gerade sagen, aber da hat er uns doch hier schon hinterhältig überholt, mehr oder weniger, beziehungsweise ist hinterhältig an eine andere Position lang gefahren. Den kriegen wir. Stehen geblieben. Wenn ihr nicht langsam stehen bleibt, habe ich was für euch. Müssen wir auf der anderen Seite aussteigen wegen euch. Fuck. So ein Ding kommt nicht durch die Scheibe. Das ist natürlich schlecht. Die Kollegen fahren vor. Wir fahren mit Blaulicht nur hinterher. Wir dürfen es nicht aus den Augen verlieren, das Subject. Jedenfalls nicht lange. Aber wir sind ja schon schnell in der Verfolgung. Von daher... Unsere Kollegen sind schon ein bisschen weiter vor. Wir müssen jetzt selber unser Blaulicht, unser Signalhorn einschalten. Ah, es fährt wieder denselben Weg wie vorhin, die Olle. Wir kriegen sie aber, wir kriegen sie. Die beiden kriegen wir schon hier noch. Eher als die andere. So, ausgestiegen. LSPD, don't make me shoot ya. MOS in pursuit of suspect on foot. Holy shit. Den kriege ich auch noch. Kümmert ihr euch um sie? Ich kümmere mich um ihn. Na komm, ich lauf hinterher. Den kriege ich. LSPD, stop. Verdammte Scheiße. Bleib doch mal endlich stehen. Wenn du nicht stehen bleibst, dann schieße ich. Tja. Na, jetzt werde ich auch noch hier angefahren. Dieser Polizeialltag immer. Aha. Die Lost Motors, der Motorclub The Lost. Aus Liberty City bist du also? Oder bist du hier nach San Andreas gekommen? So, dann brauche ich bitte mal Unterstützung. Attention all units, we've got a 1099 in Santianski Mountain Range. Ja, ich brauche mal bitte Unterstützung. Was für eine rauchige Stimme. So, wo bleibt denn jetzt hier unsere Unterstützung? Weil ich weiß nämlich, dass wir den auch dort reinsetzen können. Die andere ist ja auch schon abgeholt worden. Komm, wir gehen mal hier am Straßenrand und warten mal eben auf die Verstärkung, bitte. Hallo? Bleibst du stehen? Hierhin. Du bist bereits festgenommen. Wusstest du das noch nicht? Folge mir. Du bist bereits festgenommen. Boah, wo bleibt denn jetzt die verdammte Unterstützung? Holen wir noch ein paar. Na, da kommt endlich die Unterstützung. Ist das nicht schön? Hier, nimm die mit. Roger K. Charlie 4, roger that. Nimm ihn mit. Copy that, dispatch. So, nimm ihn mit. Get in the car and behave. Attention all units, an officer requiring assistance and grape seed, respond code 3. So, jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Polizeiautos hierher geholt. Und endlich ist mal einer gekommen. Jetzt haben wir schon so lange gewartet, aber jetzt könnt ihr alle fahren. Straßensperre war nur für euch. So, wisst ihr, was ich jetzt mache? Jetzt nehme ich noch die Olle hier mit. Wo ist unser Auto? Ist es weg?
this. So. Auf die Füße. Hände hinter dem Kopf. Citizens report a 503 in Santianski Mountain Range. Los, aufstehen. Und ab in das Fahrzeug. Ich trap dich ja gar nicht. So, die bringen wir jetzt erstmal wieder zurück. In Los Santos, wie heißt es denn hier? In der Nähe von Great Alamo Sea. Na, ihr wisst schon Bescheid, was ich meine. Da bringen wir sie jetzt auf jeden Fall erstmal zurück. Oh, fahr uns doch nicht hier. So. Oh mein Gott, wir sind einmal um den kompletten See rumgefahren. Das heißt, da müssen wir jetzt wieder rumfahren, um sie zurückzubringen. Uiuiui. Naja, war ja auch eine Verfolgungsjagd. Von daher ist das schon vertretbar. Wir sind aber auch eine andere Strecke gefahren, glaube ich, hin. Auf der Verfolgungsjagd. Wir sind, glaube ich, die Hauptstraße gefahren und nicht hier. So. Wir machen mal mit Blaulicht. Dann geht das ein bisschen schneller hier. Und dann lassen die uns hier durch. Dann bringen wir die hier auch schneller wieder weg. Das heißt, dieser Auftrag, beziehungsweise dieser Auftrag, sag ich schon. Ja, dieser Einsatz. War auch erfolgreich. Trotz dieses Unfalls hier. Ich glaube, damit müssten wir jetzt eigentlich einen neuen Rang erreichen. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Doch, eigentlich müssen wir jetzt einen neuen Rang erreicht haben. So, ich glaube, wir müssten jetzt einen neuen Rang erreicht haben. Aber ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Wie gesagt, das mache ich alles immer in der Nachbearbeitung. Und, ich würde sagen, jetzt suchen wir uns mal einen anderen Ort, wo wir mal hinfahren. Haben wir mal hier so. Ne, wir fahren mal wieder. Wir fahren mal wieder. Obwohl. Ach komm, wir fahren einmal hier zum Paintness. Zum Friseur. Nicht. Komm, wir fahren mal dahin und machen mal eine Patrouille auf den Mount Chiliad. Überprüfe kurz eine Person. Guten Tag, der Herr. Geht es Ihnen soweit gut? Geht es Ihnen soweit gut? Ja, kann nicht klagen, ne? Was rauchen Sie denn da? Eine normale Zigarette, alles klar. Dürfte ich vielleicht Ihre Papiere sehen? Attention all units. In Grapeseed, units respond. Oh, mir juckt es gerade so in den Fingern, ihn zu erschießen, aber... Nein, machen wir nicht. Wir fahren jetzt weiter. So, vielen Dank. Wir fahren jetzt einfach mal weiter. Ich glaube, wir haben gerade eine Ratte überfahren. Aber ist ja nicht weiter tragisch. Ist ja nur eine Ratte gewesen, ne? Ist ja nur Roadkill, Roadkill. Es gibt ja in Amerika auch Leute, die wirklich Roadkill essen. Entschuldigung, ich dachte, das wäre ein Fahrrad, weil Fahrräder haben hier auf dieser Road nichts zu suchen. Alles in Ordnung? Der Kollege läuft hier auch schon entlang. Was ist das hier für ein Massenauflauf? Ach, ihr macht kurze Pause. Seid ihr gerade auf dem Weg irgendwohin, Jungs? Ach, ihr sprecht gar kein Deutsch bzw. Englisch. Oh, no comprende, señor. No comprende. Okay, dann, gute Fahrt. Ich hab euch trotzdem im Auge. Ich vertraue euch nicht so ganz. Na, nicht auf den Boden aschen. Das macht man doch nicht. Naja, lasst die mal. Schade, dass man nicht wirklich in die Spiegel gucken kann. So einen Mod bräuchte man jetzt noch. Wo man wirklich in die Spiegel gucken kann, Innenspiegel, Außenspiegel und so. Und dann könnte man wirklich wie beim Autofahren, beim richtigen Autofahren hier, die Fahrzeuge steuern. Das wäre natürlich auch ein geiler Mod mal. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt. Und wenn doch, dann werde ich mal gucken, ob wir den vielleicht installiert kriegen. Aber bis jetzt habe ich davon noch nicht gehört.
Gut, ich meine, ich habe gerade erst mit Modden angefangen. Ich möchte gerne hier auch noch andere Fahrzeuge reinhaben, wie zum Beispiel VWs und sowas in der Richtung. Von daher muss ich sowieso noch ein bisschen in die Tiefe gehen und ein bisschen mehr weiter suchen. Aber das kriegen wir, denke ich mal, schon alles irgendwie gebacken und ja, wird schon irgendwie. Attention all units in Santianski Mountain Range. Respond code 3. Nee, Response Code 3 machen wir jetzt gerade mal nicht. Wir machen jetzt gerade mal keinen Suizidversuch. Da oben fährt schön der Zug. Ah, Unfall gebaut. Ist egal. Fährt ja auch einfach weiter. Komm, wir halten mal gleich hier einen einfach an, wieder auf der Straße. Was haltet ihr dann davon? Ich repariere mal ganz kurz mein Fahrzeug, damit wir auch hier wieder ernst genommen werden von den Leuten. Und dann halten wir mal gleich hier einfach einen an auf der Straße. So einen Camper hatten wir ja schon mal beim letzten Mal angehalten. Möchte ich jetzt heute nicht wieder unbedingt anhalten. Die Position. Ah, guck mal, da. So ein Sportwagen hier. Achso, der muss tanken oder sie muss tanken oder was? LSPD! Don't make me shoot ya! Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich habe das jetzt nicht mit Absicht gemacht. Tut mir leid, Leute. Wir stellen uns jetzt hier mal wieder in die Auffahrt. Ach, guck mal, die Rocket Beans sind auch hier zu Hause. Nein, Quatsch. Attention all units. Assistance needed on a Great Ocean Highway. All units respond. Code 99 emergency. Oh mein Gott. Code 99, emergency, on my way, da ist gerade auf dem Highway ein Flugzeug abgestürzt. Da müssen wir natürlich sofort hin, die Unfallstelle absperren etc. Da vorne liegt es schon, wir sehen es schon von Weitem. Da müssen wir auf jeden Fall jetzt aufpassen, geh weg hier. Okay, wir brauchen Feuerwehr hier an der Location. Wir brauchen hier auf jeden Fall Hilfe. An ambulance requested on a Great Ocean Highway. All units respond. Code 99. Oh mein Gott. Okay, wir müssen Ersthelfer spielen. Hier hat der Feuerlöscher rausgeholt. Wir müssen Ersthelfer spielen und hier schon mal ein bisschen was löschen. Hoffentlich fährt uns jetzt hier keiner um, während wir... Ey, was? Ich hab doch gerade noch gesagt, hoffentlich fährt uns hier keiner um. Jetzt hängen wir irgendwo hier unten drunter. Ah, okay, da sind wir. Leute, lasst mich löschen, lasst mich mitlöschen. Wir müssen das hier irgendwie unter Kontrolle kriegen. Brauch nochmal eine Ambulance. An ambulance requested on Great Ocean Highway. All units respond. Code 99 emergency. Ja, Code 99 emergency, aber sowas von. Die ganze Autobahn ist gerade dicht. Leute, merkt ihr es nicht? Alter! Ach fuck, die macht das ja nichts aus. Sorry, das musste jetzt sein. Die versuchen mich hier gerade umzubringen. Ich habe euch gerade gerufen. Das muss jetzt gerade sein, sorry. Aber die wollen mich hier umbringen, warum auch immer. Ich habe doch nur das Feuer gelöscht. Na komm schon. Na komm schon. Die gehörten alle zum Absturz. Oh, guck mal, Geld. Das müssten sie vielleicht auch noch in den Mod einführen, dass man hier Geld hat oder haben kann. Ich rufe mal einen Corner Rob bitte. Corner Rob. Zack. Oh mein Gott, jetzt bildet sich hier ein Riesenstau. Aber der Corner Rob. Alter! Der müsste ich eigentlich.
Den müsste ich eigentlich schlachten. Grundlos. Alter. Ich will euch nur die Straße freiräumen, ja? Lasst mich bitte hier einsteigen. Oh mein Gott, was ein übertriebener Unfall hier. All units on Great Ocean Highway. Units respond code 3. So, jetzt fahren wir erstmal hier alles an die Seite, damit hier wieder weitergeht. Damit es hier wieder weitergeht. Ja, genau, jetzt kommt noch die Ambulanz, die da reincrasht. Die Cornerers erledigen hier gerade alles. Machen von allem Fotos. Was ein Einsatz. Passt auf euch, auf eure Leben auf, bitte. Nur Gott kann diesen retten. Hat er gerade behauptet. So, hier nicht bitte langfahren. Hier sind die Leute gerade am Arbeiten. Oh, da liegt Geld. Das nehmen wir mit. Schade, dass das echt nicht klappt mit dem Geld hier so richtig.